So, wir haben roundabout 8 Uhr, also wir haben heute mal einen Wecker gestellt, läuft, wir haben es auch alles hingekriegt bis jetzt. Okay, wir haben noch nicht viel gemacht, aber die Police Station hat angerufen, die haben meine Drohne gefunden und der Typ will mir die jetzt hier ins Hotel vorbeibringen und ist ja schon mal eigentlich ziemlich nice und ich hoffe jetzt auch mal, dass der dann in einem Stück mir die Drohne bringt und die Aufnahmen auch noch da sind, das wäre echt richtig geil. Also wenn sie jetzt da sind, dann kommen sie jetzt nach diesem nach dieser Einleitung hier und ja, heute, wie gesagt, zum Monkey-Felsen, Monkey Park, wollte der Sepp hin, ich weiß jetzt noch nicht genau, was das ist, habe ich mir noch nicht zu angeguckt. Und nach Nagato, muss ich gleich nochmal nachgucken, auf jeden Fall zu so einem ziemlich großen Holztempel, ich glaube sogar das größte Holzgebäude der Welt oder so. Ja, bis gleich. Moin, Leute. Nochmal hier aus dem Hotelzimmer. Die Drohne wurde gefunden. Ich weiß nicht, ob ich das eben schon mal gesagt habe. Wir waren jetzt 2 Stunden im fucking Polizeidingens, beziehungsweise ich. Am Ende war der Sepp auch nochmal da, um mich abzuholen. Und there she is. Da ist die Drohne wieder. Hype! Drohne. Kannst du mich abholen? Ja, also mehr als eine Verwarnung. Hat es jetzt nicht gegeben, man darf halt jetzt nicht, also ich darf jetzt nicht in Kyoto oder so, also in großen Städten darf man nicht mit der Drohne fliegen. Werde ich jetzt auch lassen. Aber ich habe ja das Footage noch, hoffe ich. Und das werde ich jetzt gleich nochmal zeigen, auf jeden Fall. Hallo Philipp, ich habe deine Kamera. I get my best flows to test on my next shows while my whiteboard is marked up with expos. Planning out all of my next moves and expos. The most unlikely artist to make it out of the West Coast. Teenager with the mind of a vet though, but soon somebody will sign him a check. So if you did something that you highly regret, I recommend it, it's about time that you let go. Cause at first they were trying to diss me, now I'm coming up so they ask. Für uns geht's jetzt zum Monkey Park. Ungefähr 10 Minuten zu Fuß haben wir uns so ausgerechnet. Sind wir auf jeden Fall mit der Bahn jetzt hier hingefahren. Gucken uns mal die Affen an. Bin auf jeden Fall gehypt. Drohne ist natürlich jetzt nicht dabei. Mal gucken, ob ich die noch irgendwo im Urlaub fliegen kann. Ich hoffe ja. Aber naja, dann bis gleich. Coming up, so they ask for favors. And when you get noticed, the story flips. See, now they talking to me on their best behavior. People I barely know telling me they love me. Two-faced friends only in it for the money. Who can you trust when he trying to be the greatest? But now I'm waving bye to you haters until I'm number. Yeah, but the number one is what I'm going for. I used to want it all, and now I want it more until I'm number. And you could tell that I mean it if you look into my eyes. It shouldn't be a surprise when I finally arrive at the top. Number one, drink gold. Did I just put myself into a situation where I gotta choose between music and money, fans and friends? I hope that all the above is on the scantron then. Life is a test, then I study for the class. If you wanna understand, then you better do the math. Procrastinated rappers thinking they go past, gonna find out real soon just how long they gonna last. Can't afford to keep it 100 nowadays, cause if you want the money and need the record plays, you'll turn into a Lady Gaga monster for the fame. That's why all of a sudden all your music sounds the same. But me, I'll keep it me, have nobody else to blame. Cause even if wir sind jetzt oben auf dem Monkey Berg. ja, die Aussicht hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier auf Kyoto und Umgebung. Hat man ja gerade schon gesehen und ja, die Affen haben wir auch gefunden. Ist auf jeden Fall echt nice. Und ja, wir gucken uns das Ganze jetzt nochmal ein bisschen an und dann geht's wieder runter. Even if I never ever make it in the game, I'll know I kept it true when I gave my all to you, but now fuck it, I ain't in it to lose, I wanna be number. Ich glaube, das ist nicht so gut für mich. Ah, mein Rücken, ey. Scheiße. Oh mein Gott.
number one is what I'm going for. I used to want it all and now I want it more until I'm es geht wieder abwärts. Hi. Ja, wir sind durch, auch mit dem Spielplatz. Hat gebockt. Ja. Hat gebockt. Jetzt geht's wieder runter. Natürlich noch anstrengender als hoch. Aber kein Problem für uns. Oder Sepp? Ja, also nö. Hey. Ja, also nö. Okay. Very nice! And you could tell that I mean it if you look into my eyes. It shouldn't be a surprise when I finally arrive at the top, number one. I spent my last two summers surrounded by blue walls and people doing covers. YouTube stars seem to come in a flash, but when lightning strike, I'ma come later with the thunder and let it resonate across the town with my voice and a sound. Let it shake the ground from the 415. So, wir sind im Hotel angekommen, schon etwas länger jetzt. Ja, vom Affentempel zurück und jetzt haben wir uns überlegt, gehen wir noch ins älteste Nudelsuppenrestaurant der Stadt, also Kyotos. Das heißt, hier, Honki Ovaria oder so ähnlich. 20 Minuten Bahnfahrt und wir machen uns auf den Weg, weil wir müssen ein bisschen, also wir wollen ein bisschen früher jetzt hier wieder im Hotel sein, damit wir noch parken können für morgen und die neue Game of Thrones Folge vielleicht noch gucken können. Ich muss geguckt werden. Alles klar. Und bis gleich. Nicht, dass das hier ist. Keine Ahnung, wo wir hier sind, aber mal gucken. Mal gucken. Der Eingang so etwas ländlicher, traditioneller aus und nicht großstadtmäßig. So, wir sind jetzt in einem Rahmenrestaurant. Ich weiß, also Restaurant ist übertrieben, aber so eine Art Bar, wo du so Ramen dazu bekommst und die Bestellung, das ist mega geil. Das läuft über so einen Automaten. Da kann man sich das dann halt aussuchen. Und kriegt man so einen Coupon und den gibt man dann da ab. Da sind dann die Bestellungen. Und ja, da werden die Ramen gemacht. Warte, ich fokussiere das mal. Interessiert nicht. Auch gut. Und so sieht das hier aus. Und alles ziemlich eng im Raum. Fifteens in the truck, let it pound to the bay. You know I'ma hold it down. Cause when I'm number one, I'ma take us to the top. This life is too much fun, I ain't never gonna stop. They don't wanna see me run, they just wanna see me flop. But it's gonna be a different story when they hear it drop. Cause when I'm number one, I'ma take us to the top. This life is too much fun, I ain't never gonna stop. They don't wanna see me run, they just wanna see me flop. But it's gonna be a different story when they hear me drop. I wanna be number one. Yeah, but the number one is what I'm going for. I used to want it all, and now I want it more. Until I'm number one is the loneliest number that you'll ever do. And you could tell that I mean it if you look into my eyes. It shouldn't be a surprise when I finally arrive at the top. Number one is the loneliest number that you'll ever do. Insulinspritzer. Wow. Very delicious. Wieder ein Shot, ne? Auf jeden Fall sehr lecker, muss man sagen. Ja, echt nice. Silber, worth. So, wir sind wieder zurück in der altbekannten Gegend. Jo. Sepp hat sich noch, obwohl wir haben uns beide noch ein bisschen was gegönnt. Bro, we are for tomorrow. Und es regnet wieder, alles klar. Und ja, ich muss jetzt den Vlog schneiden. Wir müssen noch beide Game of Thrones gucken. Und wir müssen noch packen für morgen. Ja. Jetzt geht's heute zum letzten Mal ins New Miyako Hotel. Wo man so gut pennen kann. I cry very much. Okay, ich habe nicht gut gepennt, aber Sepp meint, ja, es wäre optimal gewesen. Ja, wir haben uns gerade so ein bisschen an die Umgebung gewöhnt müssen, wo was ist und so. Und dann müssen wir schon wieder abbauen. Unglaublich sowas. Gut, dann bis morgen. Tschüss.